Hallo, wir sind Melinda und David, zwei Baristas auf Reisen. 2018 sind wir für 15 Monate mit unseren Backpacks um die Welt gereist. Danach haben wir uns einen Van gekauft und selbst ausgebaut. Nun leben wir seit 4 Monaten Vollzeit in unserem Bus. Im heutigen Video verraten wir euch, was unser Van-Ausbau denn eigentlich gekostet hat. So, dann quatschen wir jetzt mal ein bisschen, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir kriegen ganz oft die Frage von euch gestellt, was eigentlich unser Bus gekostet hat, was der Van-Ausbau gekostet hat. Und das wollen wir hier in diesem Video mal beantworten. Jetzt kommt die Auflösung. Vorab sei mal gesagt, dass sich das halt ja auf unseren Van bezieht. Man kann Vans in allen verschiedenen Größen kaufen und kann die natürlich auch ja, verschieden teuer ausbauen. Wir haben für unseren VW LT 32. Im Jahre 2019 haben wir den gekauft. Der war gebraucht. Der ist 16 Jahre alt mittlerweile. Also ist aus dem Jahr 2005. Mit 135.000 Kilometer haben wir 4.500 € bezahlt. Bei uns war das auch eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Also es ging ziemlich schnell. Wir haben ziemlich schnell einen Bus gefunden und einen Van. Auch bei uns in der Nähe. Also man kann da, wenn man Zeit hat, auch bestimmt ein bisschen besser, länger suchen und dann sich hinterher mit vielen Sachen Arbeit ersparen. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, beziehungsweise, ja, genau. Wir hatten eigentlich gar keine Ahnung von Autos. Haben wir jetzt auch noch nicht so viel. Nein. Aber wir wussten nicht, auf was man achten muss, wie, ja, wo vielleicht die versteckten Kosten liegen. Und naja, als wir uns den Bus angeguckt haben, war der augenscheinlich halt auch ja, voll in Ordnung. Im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass es doch einige Reparaturen bedarf, um den Van eigentlich fahrtauglich zu machen oder ihn fahrtauglich zu erhalten. Wir hatten unter dem Bus geschaut beim Kauf und ja, für mich als Laie sah der, oder für uns als Laie sah der sehr gut aus. War natürlich nicht so, denn es war sehr viel mit Unterbodenschutz kaschiert. Das große Problem bei unserem Auto ist halt einfach der Rost, der überall dann nach einiger Zeit durchgekommen ist. Wir haben Rost entfernen müssen, teilweise in der Werkstatt, teilweise haben wir das selbst gemacht. Wir hatten Reparaturen an den Bremsen, wir hatten Reparaturen an der Servolenkung, an der Federung hatten wir Reparaturen. Ja, da kam einiges zusammen, sodass wir im Endeffekt jetzt nach 2,5 Jahren gesamte Reparaturenkosten von 5.500 € hatten. Nee, falsch. 7.000. 7.000 € haben quasi die ganzen Reparaturenkosten gekostet. Das bedeutet mehr, als das Auto eigentlich letztendlich wert ist, wert war. Also teurer als der Van sozusagen. Ja, hätten wir David das. sagt immer, wir haben einen Totalschaden gekauft. Eigentlich haben wir uns einen wirtschaftlichen Einen Totalschaden geholt. wirtschaftlichen Totalschaden Ja, gekauft. eigentlich ja. Das. Naja, aber das kann man ja alles reparieren, das ist dann halt einem selbst überlassen. Es gibt natürlich neue Fahrzeuge, die auch viele Reparaturen im Nachhinein dann haben müssen. Und das, okay, klar, im Vergleich dann zum Einkauf wird es dann halt günstiger, aber natürlich kann man trotzdem 7.000 € Reparaturkosten in neue Fahrzeuge investieren. Das ist wahr, ja. Da steckt man halt nicht drin, gerade wenn man so wie wir wenig Ahnung hat. Wir wollten trotzdem von vornherein alles selbst machen und weil man natürlich auch sehr viel lernt, dadurch, dass man so wenig Ahnung hat, ist natürlich die Lernkurve extrem hoch. Also da, wo wir es gekauft haben, der hat auch quasi den TÜV für uns gemacht, wo wir dann halt davon ausgegangen sind, dass dann halt auch alles gut ist, wenn das Auto TÜV bekommt. Aber wahrscheinlich gibt es da auch immer noch so ein paar, ja, kann man sagen, ein Schwarze paar Schwarz. Freunde Ja. beim TÜV, die halt einen dann trotzdem irgendwie durchlassen, keine Ahnung. Ja, auch in Deutschland ist man da nicht ganz sicher vor. Wir hatten auch einen kleinen Zwischenfall. Ganz am Anfang hatten wir auch eine Werkstatt erwischt, die uns eigentlich nur die Reifen wechseln sollte und hat dann aber auch noch die Bremsen mitgewechselt. Nach Rücksprache mit uns haben wir gesagt, na klar. Weil die gesagt haben, die müssen gemacht werden und wir haben der Werkstatt vertraut. Ja. Letztendlich sind wir dann ein paar Kilometer danach quasi, ja, wie sagt man, hatten wir einen Zwischenfall, also sind uns die Bremsen abgefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind auf einer 80 Kilometer außerhalb der Werkstatt. Also wir sind 80 Kilometer gefahren und es war Gott sei Dank morgens früh um 6 und wir sind auf eine Ampel zugefahren
und ich konnte plötzlich nicht mehr bremsen und stand dann so mitten auf der Kreuzung, weil die Bremskraft so gut wie weg war. Und naja, als wir dann den ADAC angerufen hatten, hat sich dann herausgestellt, dass die Bremsen vorne nicht richtig gemacht worden sind. Die Schrauben, irgendwas mit den Schrauben hat, also es war komplett falsch gemacht. Und dann haben wir auch im Nachhinein herausgefunden, dass diese Werkstatt gar nicht befugt war, überhaupt Bremsen zu wechseln oder auszutauschen. Das ist nämlich nur eine reine Reifenwerkstatt gewesen. Das heißt, die hatten jetzt keinen Meister oder eigentlich gar keine Befugnis, die Bremsen auszutauschen. Die wollten halt einfach nur Geld machen. Sonst hat uns aber Ting-Tong immer sicher überall hingebracht. Der Motor ist sehr gut. Also das ist auch das, was alle Werkstätten immer sagen. Der ist eigentlich, das Herz ist unzerstörbar und alles andere kann man irgendwie noch richten und verschönern. Ja, mittlerweile haben wir, glaube ich, auch alle sicherheitsrelevanten Teile soweit reparieren lassen. Aber natürlich kommt immer wieder was an Reparatur dazu. Ist wie im Haus, ne? Ja, das ist unser Eigenheim auf 4 Rädern. Den wir dann in mühevoller Arbeit in 10 Wochen haben wir den Bus ausgebaut und hatten da auch natürlich gar keine Erfahrung, was man so macht, wie man das macht und haben uns da viel auf YouTube angeguckt. Mittlerweile hat man da natürlich viel, viel mehr andere Vanlifer, die auch ihre Erfahrungen teilen. Als wir das damals im April 2019 gestartet haben, gab es da noch nicht so viele Vanlifer, noch nicht so viele YouTube-Videos darüber, wie man ausbaut. Ja. Stimmen. Und dann haben wir das in 10 Wochen also gemacht. Der Van war komplett nackt. Ja, genau. Also wir haben, wo wir den auch komplett den Boden rausgenommen haben, sah der auch gut aus. Er hatte auch nicht viel Rost oder sowas. Also nee. Es ging halt, ne? Ein paar kleine Roststellen waren da, die wir auch entfernt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Genau, wir haben das dann bei meinen Eltern vor der Haustür ausgebaut. Mein Papa hat uns auch viel geholfen. Das war natürlich auch für uns sehr gut, dass wir das in 10 Wochen noch hinbekommen haben. Und sind einfach drauf los und haben geguckt, was wir hinkriegen und was halt nicht. Ja, der erste Ausbau, der hat uns so ungefähr, sagen wir mal, 4.000 Euro hat uns so der erste Ausbau gekostet. Und da ist natürlich alles dabei gewesen. Ihr könnt euch auch gerne die Playlist zum Van-Ausbau angucken. Ich verlinke euch die einfach mal hier oben. Der Van war komplett nackt, also war gar nichts drinne. Wir haben eine Solaranlage reingebaut, wir haben eine komplette Dämmung reingemacht, wir haben eine komplette Holzverkleidung in den Van reingebaut und auch alle Möbel, die haben wir selbst gebaut. Das ist, da sind keine gekauften Möbel drin, sondern wir haben alles selbst nach Maß, so wie wir das haben wollten, eben auch gebaut. Außer bei dem ersten Video bei dem ersten Ausbau hatten wir noch so 2 Holz-IKEA-Schränke mit drin, die wir dann mittlerweile aber auch wieder rausgemacht haben. Ja, die wir auch rausmachen mussten, denn es hat dann nach einiger Zeit, wie wir dann mit dem Van gereist sind und uns dann zwischenzeitlich wieder eine Wohnung in Mannheim gesucht haben, stand der Van so 1 Kilometer von unserer Wohnung entfernt und dann wurde in unseren Bus eingebrochen. Es wurde quasi alles durcheinander gewühlt. Es wurde ein Brand gelegt. Ja. Trotzdem konnten wir den Van retten, also es hat nur gequalmt anscheinend und es war nachts und ein Autofahrer hat das gesehen und hat gleich die Feuerwehr angerufen, deswegen gehen wir davon aus, dass wir halt nochmal Glück gehabt haben. Die haben dann das Feuer gelöscht, nicht mit Wasser, sondern mit Stickstoff, weil halt unsere ganze Elektronik quasi ja noch heile geblieben ist. Die wäre sonst wahrscheinlich im Arsch gewesen. Ja, auch da auf dem Schaden sind wir sitzen geblieben. Das Ganze ist nämlich zu einer Zeit passiert, wo wir gerade den Bus zum Wohnmobil ummelden wollten. Es noch nicht getan hatten, aus verschiedenen Gründen, weil man da ja auch auf einiges achten muss, um da die Wohnmobilzulassung zu bekommen. Da waren wir gerade so weit, wo wir gesagt haben, okay, wir erfüllen alle Punkte und wollten das in den nächsten 1-2 Wochen machen. Ja. In diesem Zeitpunkt wurde halt eingebrochen und genau deswegen haben wir eigentlich nur die Teile von der Versicherung ersetzt bekommen, die vom Fahrzeug waren, wie die Scheibe vorne, die eingeschlagen worden ist. Hinten wurde auch die Scheibe eingeschlagen. Genau, dann so der Boden, glaube ich, der wurde auch noch mit eingerechnet, meine ich. Der Boden wurde mit eingerechnet, aber all die ganzen Möbel, die da mit verbrannt worden sind oder halt auch unsere Matratzen, die angekokelt waren und all der große Schaden, der da quasi entstanden ist, der wurde nicht mit ersetzt. Genau, wenn das Auto als Wohnmobil gemeldet gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, auch noch sogar Arbeitskosten und solche Sachen wie eine Wohnung dann halt quasi ersetzt bekommen. Deswegen mussten wir quasi nochmal einen zweiten Van-Ausbau, in einen zweiten Van-Ausbau investieren.
Auch das haben wir wieder an der Straße gemacht. Ja, also insgesamt stecken dann nach dem zweiten Van-Ausbau über 1100 Arbeitsstunden investiert. Die sind natürlich in den Van-Ausbaukosten nicht mit drin, weil das haben wir in unserer Freizeit gemacht. Genau, 1100 Arbeitsstunden. Und der zweite Van-Ausbau, der hat uns dann nochmal 1500 Euro gekostet. Wir haben nämlich geschaut, dass wir so viel wie möglich ja, wiederverwenden von dem ganzen Holz. Das genau, heißt, wir haben alles, das ganze Ruß halt weggeschliffen. Ja. Wir haben halt die Möbel neu gestrichen, haben versucht, so viel Holz wie möglich quasi zu retten. Wir mussten zwar den ganzen Boden neu machen, aber wir konnten noch einen großen Teil Gott sei Dank behalten. Ja, also alles in allem hat uns dann der Ausbau mit dem zweiten Ausbau nach dem Brand 5.500 Euro gekostet. Also insgesamt, der erste und der zweite. Der erste, ne? Und der zweite, ja. Mhm. Womit wir dann auf einen Gesamtpreis von ca. 17.000 Euro kommen. Und wir sind somit dann im April nach Mallorca gestartet, haben dort fast 10 Wochen verbracht. Und haben dann aber festgestellt, dass unsere Batterie, die wir damals eingebaut hatten, das war eine AGM-Batterie mit 170 Amperestunden, dass die einfach nicht ausreicht für das, was wir mittlerweile an ja, Strom verbrauchen, weil wir dann doch jetzt mehr YouTube-Videos produzieren und sich die ganze Produktion am Laptop doch mehr in die Länge zieht und wir einfach ja, damals das Stromsetup nicht hundertprozentig darauf ja, richtig berechnet hatte. Ja. Und auch die AGM-Batterie für solche Stromflüsse nicht eigentlich geeignet ist. Haben wir uns ja, auf Mallorca dann Gedanken gemacht und uns dazu nochmal entschieden, ein neues Stromsetup nochmal zu installieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Das habt ihr vielleicht auch gesehen in der letzten Van-Renovierung. Kann ich euch auch nochmal oben verlinken, was wir da nochmal gemacht haben. Diese Renovierung, nenne ich es einfach mal, das hat uns dann nochmal 2000 Euro gekostet. Und damit kommen wir dann auf insgesamt 19.000 Euro. Und weil wir das alles nicht so 100%ig genau berechnet haben, gehen wir nochmal so einen Schnaps von ungefähr 1.000 Euro obendrauf, wo wir dann aber auf jeden Fall sicher sind, dass das die Kosten abdeckt. Und somit sind wir dann bei 20.000 Euro, was uns hier dieses Auto, unser Haus auf 4 Rädern, bis jetzt quasi gekostet hat. Bei uns war das teuerste die Elektrik, die Batterie, die ganzen Kabel, teilweise Werkzeug, das wir dafür besorgen mussten. Mhm. Haben Laderegler, damit die Solaranlage und während dem Fahren, dass die Batterie geladen wird. Wir haben eine Kühlbox, wir haben einen Stromwechselrichter, um natürlich unseren Laptop zu laden oder wenn wir mal einen Mixer haben oder auch ja, was anderes, was mehr Strom braucht. Ja, sonst eigentlich Deko haben wir viel von zu Hause mitgenommen. Also da haben wir jetzt auch nicht so viel investiert. Wir haben hier den Bus jetzt, wann war das? 2019, ist ja schon knapp 2,5 Jahre her. Da waren auch natürlich, da variieren die Kosten. Ich glaube, das Holz war ein anderer Preis als den man jetzt... Achso, bist du jetzt bei Deko oder noch? Oder bei Holz? Ja. Genau, weil das zweiteuerste... Also Deko war ja genau, also Deko haben wir quasi nicht viel investiert, weil wir vieles von zu Hause mitgenommen haben. Und jetzt bei dem Ausbau halt das Holz, das ist das zweiteuerste. Ja, genau, so. Das war so der zweitgrößte Kostenpunkt, Holz, Schrauben, auch da eine Stichsäge, weil wir hatten keine Stichsäge. Genau, also im Großen und Ganzen hat unser Van 20.000 Euro gekostet. So, ich hoffe, das können wir euch mitgeben, dass Vanlife nicht unbedingt 100.000 Euro kosten muss, genauso wie eine Weltreise nicht 100.000 Euro kosten muss. Genau, das ist immer das, was uns auch gesagt worden ist, wo wir uns damals das Auto gekauft haben, haben auch unsere Eltern, die das selbst nicht kannten, halt auch gesagt, oh mein Gott, das kostet doch 80.000 Euro, das dauert doch 3 Jahre, sowas könnt ihr niemals selbst ausbauen, das ist unmöglich, ihr habt doch gar keine Ahnung und gar keine Erfahrung. Und genau, lasst euch davon auch nicht unterkriegen. Ja, ja. Und glaubt an eure Träume und man kann es eigentlich, wenn man wirklich möchte, irgendwie verwirklichen. Uns würde jetzt noch interessieren, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr damit ungefähr gerechnet habt oder ob ihr das viel mehr gerechnet habt oder viel weniger. So, das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir werden jetzt nochmal uns Gedanken machen, was denn eigentlich Vanlife im Monat kostet. Also was so unsere monatlichen Fixkosten sind, was so unsere variablen Kosten sind. Das Video werden wir dann auch im Anschluss ein paar Tage später dann in dieses Video auch mal hochladen. Also es könnte ja auch ganz interessant sein. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Jo. Okay. Hoffentlich haben wir nicht zu viel gelabert.